Liebe Konstanzerinnen, liebe Konstanzer, herzlich willkommen zum Videopodcast heute zum Thema Konziljubiläum. Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, um mal zurückzublicken. Wir haben ja Ende April mit dem großen Festakt das Konziljubiläum offiziell begonnen. Wir haben am gleichen Tag die große Landesausstellung eröffnet und ich freue mich und ich denke, wir alle freuen uns riesig, dass natürlich diese große Landesausstellung im Konzil ein riesiger Erfolg ist und von vielen, vielen Menschen aus nah und fern, aus dem Inland und aus dem Ausland besucht wird. Und sowohl die Landesausstellung als auch das Konziljubiläum als Ganzes und das Konzil als historisches Thema bewegt die Medien. Wir haben deutschlandweit in allen großen Tageszeitungen große Berichte gehabt über das Konziljubiläum und auch über Deutschland hinaus. Und auch in vielen anderen Medien wurde über das Konziljubiläum berichtet. Und das ist sicher einer der Aspekte, der für die Stadt wichtig ist, dass Konstanz als eine Stadt der Kultur, der Bildung, der Geschichte, als eine lebenswerte und schöne Stadt, dass dieser Ruf nach außen getragen wird. Und diese große Landesausstellung läuft noch bis zum September. Wenn Sie sie bisher noch nicht gesehen haben, lade ich Sie herzlich ein, sie anzuschauen. Ist wirklich empfehlenswert. Das sind tolle, tolle Exponate aus der ganzen Welt, eigentlich hier in Konstanz, noch bis September zu sehen. Das Konziljubiläum ist ja angelegt wie ein buntes Mosaik von ganz vielen kleinen und großen Veranstaltungen. Ich will jetzt auf zwei Highlights hinweisen, die direkt vor uns liegen. Das eine ist, ist die Musik- oder Konzertreihe Europäische Avantgarde um 1400 in Zusammenarbeit der Konzilstadt Konstanz mit dem SWR, beginnend am 19. Juni. Und das andere ist die Theaterproduktion Konstanz am Meer, die extra für das Konziljubiläum geschrieben worden ist. Eine Produktion in Zusammenarbeit zwischen Konzilstadt Konstanz und unserem Stadttheater Konstanz. Und das ist ein Stück, auf das ich mich auch persönlich besonders freue. Es findet Open Air auf dem Münsterplatz statt. Die erste Aufführung ist am 27.06. Und ich freue mich, wenn wir uns spätestens da begegnen. Bis dahin.